بلی تماشوانی جو دلال عبد محمد دمی و خوشی بندی سج برنامه تیبت سرکرانی اکرانی لالشتی بیم بیشن دم باش برنامه ما او ایروگ ام بونا میوانی مارتین کاس کانس او جیکی کسکی جی کسایتی المانا جویلات تورنگن گل گل خزمتواری کاری بوملاتی یزیدی کریا اشتی فرمانا ده هزار و چارده براسی کتیا نو کسایتین گا خزمت و آریکاریج بو ناملاتی یزیدی کری ام حول بدن ویشنی زیگ و ناس بکن و کچکار و خزمت بو نایزداتی کری اروان که لکم جی شیخ ایمه شیخ احمد اوجی که پیر و گوتی حفکار بو امی حول بدن که چاوا ایزیدی ناس کرنا و چه خزمتش بونا ایزیدی ها کریا هر مارتین ارسمال بیا بکوسن دیشون هر سکی کم نف انزغا لالی زندون انگشت اون ایش فولتی فعال یزید نام زنگ بیا بدانکن ازو بیا بدانکن دیشتا زو هست انزغا فولت گهلپن وی هستو کان وی هستو یزیدن کن گلت اون ان بلشه یا Also, wir sitzen im Grunde genommen genau in diesem Raum, in dem das Thema der Jesiden mich erreicht hat. Eine gute Freundin von uns ist Jesidin hier in Weimar. Mhm. Und wir saßen hier in dieser Küche, in dieser Büroküche und haben einen Kaffee getrunken im August 2014, mhm. Anfang August. Und sie fing an zu weinen. Mhm. Und ich fragte, warum weinst du, was ist passiert? Und dann hat sie mir die Geschichte erzählt, als die Jesiden, der große, sozusagen die große Vertreibung der Jesiden im August 2014, der Genozid. Und da war die Frage eigentlich sofort im Raum, was kann man tun, was kann man machen, wie kann man helfen. Es waren die vielen, vielen Tausenden von Jesiden, die im Shingal im Gebirge saßen, froren in der Nacht und am Tag war es heiß. Und sie hatten nichts. Und da war die Idee, eine groß angelegte Hilfsaktion von Deutschland aus, im besten Falle ganz Europa, in das Gebirge irgendwie möglich zu machen. Mhm. Das war der Anfang. Anfang der August. Ich will noch mal fragen, hast du vorher, also vor die 14. also ein Jahr für 2014 haben Sie Jesiden kennengelernt, also hast du vorher Kontakt mit denen gehabt oder nicht? Also diese Freundin, diese befreundete Familie, diese jesidische Familie, die kennen wir schon sehr lange. Mhm. Und auch ihre Kinder sind hier zur Welt gekommen, wir sind wirklich gut befreundet. Das Jesidentum kannte ich schon, aber ich sag mal, in dieser Spezifik oder auch in dieser Dramatik, was mit den Jesiden ja über viele, viele, viele Hunderte und Tausende Jahre passiert ist, das wusste ich so nicht. Und ich glaube, auch in Deutschland oder Europa wussten das die wenigsten. Wir wussten es nicht. Durch diesen IS haben wir davon erfahren und auch von dieser Dramatik und von diesem unglaublichen Leid dieses Volkes. Dann habe ich mich natürlich mit dem Volk mehr beschäftigt, mit der Religion mehr beschäftigt. Und ja, dann haben wir uns kennengelernt, kurz danach. So ging das los. Also Sie haben gesagt, du hast dieses Freund gesehen, er weint. Was habt ihr als erster Schritt gemacht? Also der erste Schritt war wirklich die Frage, wie können wir ganz direkt diesen Menschen im Shingal helfen? Was brauchen die? Kleidung, Nahrungsmittel, medizinische Gerätschaften, da ging es ja auch um Versorgung, um medizinische Versorgung. Das war jetzt die Idee. Und dann war die zweite Frage, ja, wie macht man denn das? Keine Ahnung. Ich war weder im Irak noch irgendwas. Ich kenne mich überhaupt nicht aus. Mhm. Parallel zu dieser, sozusagen zu diesen Überlegungen lernte ich Düsen Tekay kennen. Mhm. Düsen lebte damals auch noch in Köln und hat eine erste Sendung aus dem Irak gemacht zu diesem Thema der Jesiden. Und diese Sendung hat meine Frau gesehen. Ich war schon in Berlin auf einem Festival. Mhm. Und sie hat mir das geschrieben, hat gesagt, du, da war eine Sendung, die war sehr besonders. Also hat mir den Namen nur genannt. Mhm. Und ich habe dann recherchiert bei RTL, wo sie angestellt war. Für die hat sie ja diesen Beitrag gemacht und ich habe sie angeschrieben. Mhm. Und die Düsen Tekay hat mich sofort
hat sofort zurückgeschrieben, hat gesagt, ja, das stimmt und. Und da habe ich gesagt, es würde mich sehr interessieren, ich arbeite jetzt an einer Idee gemeinsam mit den Jesiden, wollen wir uns mal treffen. Und dann haben wir uns auch in Berlin getroffen und so kam das Stück für Stück. Dann kam ein Treffen mit Ahmad Bakir und in Berlin auch, wo wir dann ganz schnell zusammensaßen und natürlich durch seine guten Kontakte in die Gemeinschaft, in die Religionsgemeinschaft hinein, zu den Scheich-Kollegen. Dann haben wir gesagt, wir machen das jetzt. Wir konstruieren einen Hilferuf in die deutsche Gesellschaft, in die deutsche Zivilgesellschaft, um zu sagen, helft, wir müssen was tun. Und daraus ist dann im Grunde genommen ein großer Aufruf geworden. Hier in Weimar haben wir gestartet. Das war die erste Stadt, wo wir angefangen haben. Mit wie vielen Personen habt ihr angefangen? Naja, wir haben im Grunde genommen 3, 4 haben das gemacht. Oder viel dazu gekommen. Ganz viele, und dann kamen die Jesiden aus der Region dazu, die Thüringer Jesiden. Habt ihr durch Facebook und so weiter alles geschrieben? Alles, viel Presse. Ich habe natürlich, zum Glück kenne ich viele Menschen, wir haben viel Presse gemacht. Ich habe mein Lager, ich habe ein großes Lager, wo wir unsere Festival-Utensilien haben. Das haben wir zur Verfügung gestellt und dann haben wir eine Woche lang jeden Tag Spenden gesammelt. Ehrenamtlich. Ich war gar nicht da, ich war in Berlin, ich bin dann immer runtergekommen und bin schnell gekommen. Wir sind auch mal zusammen hierher dann gefahren. Und dann war die Ministerpräsidentin da, die Christine Lieberknecht damals noch, dann Bodo Ramelow ist mitgekommen. Und wir haben einfach ganz viel öffentlich geworben und es war ein riesiger Erfolg. Es waren wie viele LKWs? Überrascht. Drei große LKWs voll. 40 Tonnen. Was war in dieses LKW-Trainer so? Wie bitte? Was war so euer Material? Ja, das waren von Krankenbetten, alles, über Kleidung, über medizinische Geräte. Die Kliniken aus Thüringen haben gespendet, Spritzen, dann haben Gehhilfen, ja. Rollstuhlwagen, ja. Alles. Wie habt ihr Kontakt mit Irak gekriegt, dass ihr dort verteilt? Das habt ihr übernommen, das haben natürlich die Jesiden übernommen, weil wir kennen uns da nicht aus. Das haben wir uns aufgeteilt. Wir haben gesagt, okay, eure Aufgabe ist vor Ort, die Verteilung zu übernehmen, wer was bekommt, das können wir nicht. Unsere Aufgabe war es, die Spenden zu sammeln. Dann habe ich in Berlin, wir waren ja auch in Berlin im Bundestag dann zusammen, haben mehrere Bundestagsabgeordnete getroffen, den Minister Müller haben wir getroffen. Und auch da sind dann weitere Aktionen in ganz Deutschland ja entstanden. Frau Tillmann, Omid Nuripur. Mit Omid Nuripur von den Grünen, das ist der außenpolitische Sprecher der Grünen, der hat mitgemacht, der hat in seiner Heimatstadt gesammelt, Stück für Stück. Habt ihr nur von privater Leute versammelt oder von... Nein, auch aus Institutionen, es wurde auch Geld gesammelt, gespendet, viel Geld gespendet, von überall. Das waren viele Privatmenschen, ja, aber es waren auch Institutionen, es waren Stiftungen, es waren Krankenhäuser, Ärzte, private Praxen, unterschiedlichster Art, von überall her. Bele tamashavane jevdala brasim spasia kak martin kin avanakasiya kamina unajaraya kamina galo alman ari kari malati markana vab bisti sala malati ezidi u ne ezidi jil almanya de jin azadi serbesti muhamiji gela kujmaji kebuna walatli evi walat yani karin bijin chibijin muatin yani بونا اندامی دی ولاتی جاری همه آلی با براسی ولاتی المانی ولات کی گل کی خوشش بو حمی ملاتی ولی گرینگی که گل کی مزند ملاتی ازیدی زنگ مثلا گلک نحقی گلک فرمان بسر ازیدیاد هاتنا او جی که اتحمو وقتی دات مدائم آریکار ملاتی ازیدی أرهل كي لكام شيخ أحمد دنبيجن تبخيراتي كليك سباس أز بحرم تجي قال كارب ريزمارتي الركريام خوازنانا كي بحساوي كاري كي وشلو هفد الناس كي ركاري وبهبر دوام كرشاوا خودي أبيتش تي قال كي تقارن بيجن آري كاريا مارتين وما دني ناس كر
Martin Kranz von der Amri Widrischke oder Amada Babi Wiebe. Wir haben die Karke Mazen Bumlati Maker, Pesti Charte Haiwe, Chorte Gijel, der Haiti Tala Isidien, Govra Marike, und Abi Martin Kranz hat fast der Nasika. Und dann habe ich mir Dorberi Kölne, Hauer, Arikari, Beret Kirboschengari, und Korabtiam, Malbavane, Malbatawana, Mindene Beret, und hat man nicht Martin Hevdit, der ja wirst direkt am Tunnel Parlament in Almanien, Geld, Siasette, Gerd Müller, yani Entwicklungsminister Ante Tillmann, Umid Nuritur, Grigor Gizia, und Hami, Jemate, Hevia Melbourne, und ich schicke gleich Arikari Melbourne, und Hami, Serkaria Martin, und die Malawia Wacke, und die Gelegenheit ist Hassab, die Kumweki, aber Schachsa, die Liebe, die Nihaie. Hat die Fakri Gelegi Zidia 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 أوجي وقت ما زدت ترجع زحمات دي تخدي بيدك أوجي بري أوجي ورحمة ديا أوجي الشكل هكذا كاري كي بناتي بكن أوجي وقت ما بيخايب بيخاوبون وزحماتك ما زن ديتن. بل شيخ أحمد وقت جبريز مارتين هاد فين كرن وقت أري كاريا قال ألماني هاد كون كرن وان أكون كرن وفري العراق يعني فري الشنغال كرن وآسر كي شاي كر وقوي أري كاري بشرن جوابلا كرتشاوا و گهاند ویدری. خودی اوه هن مر برگ بیش که دکه دو درگه دو دری دوالی بو مر به هر دکر لوری به آریکاریا مارتین حکمت دو دولت آلمانیه و همی آلمانیا با سرکاریا و یا ارگانزیرین هاتا کرنه هر باجاری مرزن به هاتنای آریکاری کرنه مخابن هزار جان مخابن وکی مالک و مبارکت بنا عراقی همی نکشن دستی زیدیا نکشن دستی وان فقیده که محتاج بو وار فرکر با حکومته هر میان و شخصاشان هفت هشت لوری برای مدارک با حکومته با هرمی و پشتی بیا دشان با شخصا و شان شنگار یا و شان هرم کردستان من دشان هرم کردستان چون که شنگار شانس نی بو و من تو کسی نکار ببدیتا با هرم کی هبو و کوی آری کاریا و شان چوچید نابد بود ما براسی ما جاب شکل مارتین جی پرسیدم خواهد نشد سرچاری من سرچاری من بریم من دست نکردم که دا جلی زار و آبون کرسی و کی پیرامید پیرجن سرونه میری به ببینه نکار پیهارن بر و دهابک بون آنتی بیوتیک بون گلک خوار نزار و یعنی او بو آری کاریا مزن تخت خسته خانه گلک دانم يعني هر تشت ماوي تخي ايدي مكورا ما هر الشكل اللي خاص داري كريم لا تبكرا خدي برشي بوش تكتب بلا مريا خوج نتكتب بلا مريا اسابيع وك از مارتي ما خدي نبا هفته كده چار پنج بلا چونا برلين و هاتنا بيرادي باجاري يعني نه 100 كيلومتر نه 5 كيلومتر 6 4 كيلومتر زدتلا نه از دي نه شيخ علي المانيا كه خدي مالوي ابا كه ام بي دولت دجين گري كه قنجا بي المانيا بشكل سرکاری مارتین و نابگل کنه و کس بیشم ولی نه محتاجه و کمر نواب بیشم مثلا دست بکنه سرکاری وی عادی بود دوران ملو و خودی وقت براکی بنام ملت همی سایه سری مارتین کرانس یعنی از که بیشم بنا کری مارتین بنام ملت یه ما خودی حیوا با خلاص نابا حتی ایرو جم کنتاکت دانه و گله که رزک مزن واری کار که مزن بنام ملت یه ما دکه و دیز ایرو دکه مگله گل اسپاتیا تکن مارتین هاکیا منو کنتاکت سو یزیدن هلفن و دا مونت هاکیا بسیم ازو پاوزه گمخت نا ich sag mal irgendwann es ist ja diese Hilfe der sagen ich denk mal der deutschen Zivilgesellschaft und auch unsere Hilfe hat irgendwann ein Stück weit als sozusagen die größte, wir konnten ja nur ein Stückchen helfen, hat nicht nachgelassen, aber sie hat sich verändert. Weil worum es irgendwann ging, war es nicht mehr so unbedingt nur Essen, Trinken Richtig. Und Sachen ins Schingal zu bringen, sondern es ging um politische Unterstützung. Es ging irgendwann darum, dass die Bundesregierung Waffenlieferungen an die Kurden vereinbart hat. Es ging darum, das zu beobachten. Ich muss auch ganz klar sagen, dass aus meiner Sicht eine ganze Reihe von Dingen nicht ordentlich und gut gelaufen sind. Also die Forderung, die aufgemacht wurde durch euch, durch die Jesiden gegenüber, oder die Bitte, nenne ich das jetzt mal, bitte gegenüber der Bundesregierung, zu sagen, bitte schafft
im Irak eine entmilitarisierte Zone, wo Jesiden Schutz finden können vor dem IS. Eine internationale geschützte Zone, wo die Menschen aufgehoben sind, wo sie leben können. Das ist aus meiner Sicht nie passiert. Niemals. Und das, was man teilweise angekündigt hat, ich sag mal, Dörfer zu bauen, diese Containerdörfer, Herr Kauder von der CDU, Fraktionsvorsitzender, hat damals drüber gesprochen. Ich sag mal vorsichtig, musste man sehr genau hinschauen. Wie das immer so ist, dann geht so der Blick der Welt, schaut dort mal kurz hin und dann ist er wieder weg. Und das, muss ich sagen, halte ich für falsch. Weil ich glaube, und das wisst ihr viel besser als ich, dass die Situation im Lalisch oder wo auch immer oder in Shingal, die ist ja immer noch nicht gut. Die ist ja nach wie vor eine kritische Situation. Denn die Jesiden dort geht es doch immer noch nicht gut. Insofern glaube ich, dass die Unterstützung und auch sozusagen die Aufmerksamkeit für diese Region und für diese Menschen darf überhaupt gar nicht aufhören. Die müssen wir wachhalten. Und ich glaube auch, dass wir immer wieder Politik darauf stoßen müssen und sagen, wir müssen schaut genau hin und wir müssen helfen. Und wir müssen darauf achten. Ja. Viele Jesiden, die träumen nach eigener Autonomie, aber die brauchen Schutz von UN. Genau, genau darum. Was ist deine Meinung? Ich habe es eben gesagt, ich halte das für ganz, ganz wichtig, dass man in der Region den Schutz dieser Glaubensgemeinschaft herstellen muss. In einem autonomen Schutzgebiet. Das ist, glaube ich, überlebensnotwendig für eure Religionsgemeinschaft, weil sonst, so würde ich das einschätzen, hat sie keine Zukunft dort. Wie soll sie das denn machen? Die Jesiden haben dann ihr Schicksal in die eigene Hand genommen, sie haben sich selber verteidigt. Hier aus Deutschland sind ja einige sehr renommierte Jesiden dann in den Irak gefahren und haben gemeinsam dort sogar gekämpft. Ja, viele. Viele. Aber das kann doch nicht, die Normalität sein. Ich finde, die Normalität müsste sein, dass Jesiden die Möglichkeit, das Recht und die Option haben, in ihrem Land zu leben. Und dafür benötigen sie, leider Gottes, Schutz. Und den kann eigentlich nur die UN geben. Wer denn sonst? Die Region ist so kompliziert, wir wissen das, das hat sich ja nicht wirklich geändert. Sie ist ja nach wie vor gefährlich und kompliziert. Ich halte es für wichtig, dass die UN dort genau eine solche Schutzzone einrichtet. Haben Sie einmal die Flüchtlinge, Leute in Irak besucht und wie die leben, wie es sein Leben? Haben Sie das, oder? Ich war leider Gottes nie selber dort. Ich hätte es gern gemacht. Geworden aber? Natürlich, viele, viele Filme gesehen. Ahmad hat mir viel geschickt. Düzentekal war mehrfach regelmäßig dort. Einen sehr guten Film auch entstanden über sozusagen das Schicksal der Jesiden, vor allem auch der Frauen in der Region. Und ich habe mir das alles sehr genau angeschaut und wir waren immer im Austausch. Ich habe es leider selber nie dorthin geschafft. Ich wäre sehr gern hingefahren. Aber ich glaube, es geht vor allem jetzt darum, es wach zu halten und nicht, dass das Auge, das internationale Auge wieder wo ganz anders hingeht. Das ist leider so. Aber deshalb braucht es eben auch Öffentlichkeit, deshalb braucht es Lalisch TV, deshalb braucht es Menschen, die immer wieder aufrufen und sagen, das reicht nicht, da braucht es mehr. Viele Jesiden, die denken, also im Jahr 2014, was ist passiert, normalerweise europäische Länder oder UN, die können mehr machen. Aber die haben nicht gemacht. Was ist deine Meinung? Bin ich sehr dabei. Ich glaube, dass zu wenig gemacht wurde. Wir haben ich bin immer ein Freund davon, was zu tun. Nicht ewige Reden zu halten und die Politik nur zu sagen, ihr müsst. Nein, selber was machen. Das haben wir getan. Und ich glaube, wir haben das mit einer großen Kraft auch getan. Und das, das hat auch was bewirkt. Herz. Ja, und mit viel Herz. Und mit viel Gefühl waren die Menschen dabei. Aber um sozusagen die große Linie durchsetzen zu können, da braucht es natürlich nochmal einen anderen politischen Raum.
Da braucht es ein immer wiederwährendes Aufmerksammachen und sagen, das reicht nicht. Und da ist wirklich Politik gefragt. Also was habe ich gehört, Sie sind eine berühmte Person in ganz Deutschland, weltweit. Kann ich sagen, nur in Thüringen. Vielleicht in ganz Deutschland, aber ich rede nur von Thüringen. Haben Sie dieses Gesicht über Jesiden zu deinen Leuten erzählt, wie die haben Frauen geschleppt und Kinder geschleppt? Was hat Jesiden gekriegt? Also das, was ich getan habe und was ich immer noch tue. Ich gehe zum Beispiel mit diesem Thema sehr viel in Schulen. Da geht es um, ich leite ein Festival, das ist Achava, das ist das Zeichen hinter uns. Da geht es genau darum, also den Menschen zu erzählen über die verschiedenen Kulturen und Religionen dieser Welt, offen zu sein, sie zuzulassen, zuzuhören. Und das, was ich mit Achava tue, ist genau das. Ich bin regelmäßig unterwegs in vielen, vielen Institutionen, ob in Schulen oder auch in öffentlichen Veranstaltungen, wo das Jesidentum und auch dieser Genozid 2014, 2015, der spielt immer bei mir eine Rolle, weil er, glaube ich, den Menschen zeigt, wir reden sehr viel und das tue ich auch, und jetzt gerade 75 Jahre Befreiung, Konzentrationslager, Buchenwald. Gerade aktuell, vor 3 Wochen war das. Ich sage immer, das war der schlimmste Genozid, den es jemals in der Menschheit gegeben hat. Der jüdische Genozid, die Shoah. Aber 2014, 2015 und auch heute noch gibt es einen aktuellen Genozid. Und der wurde an den Jesiden verübt. Und viele wissen das nicht. Die wissen das, oder es ist ihnen immer noch nicht klar, was das eigentlich für euer Volk bedeutet hat, das Jahr 2014. Das war ein Völkermord. Und ich glaube, das muss man immer wieder klar machen, dass es das auch heute leider immer noch gibt. Und das tue ich, ja. Viele Jesiden, die erwarten noch von europäischen Ländern und amerikanischen Ländern, dass die Genozid gekriegen. Also bis jetzt, die haben nicht 100%, also vollkommen. Ja. Die Anerkennung. Genau. Anerkennung. Was ist deine Meinung dafür? Natürlich gehört der Völkermord an den Jesiden 2014 zu 100% und wenn nicht sogar zu 200% anerkannt. Was ist das für eine Frage? Das ist gar keine Frage. Das ist eine klare Feststellung und ich finde es traurig und ich finde es schlimm, dass es überhaupt diskutiert wird, dass man das nicht anerkennen möchte. Natürlich muss er anerkannt werden, weil es ist einer, finde ich, der schlimmsten und auch der prägnantesten Völkermorde. Wir kennen in Afrika auch Völkermorde, ja. Aber gerade diese kleine Glaubensgemeinschaft, die so in sich geschlossen und so unglaublich friedlich ist, war und immer sein wird. Das ist ein solches schlimmes Exempel, was an ihr statuiert wurde. Das gehört die Welt, die muss es anerkennen. Dass sie sagt, ja, natürlich gab es den. So bis jetzt, also leben ungefähr 300.000 jesidische Menschen durch Zählen. Also im Winter ist es sehr, sehr warm, also kalt. Und im Sommer ist es sehr, sehr warm. Bis jetzt, die haben noch nichts gekriegt. Habt ihr einmal also in europäische Länder oder Leute oder Politiker zum kurdischen Partei oder zum irakischen Land gesagt, also was soll das? Also bis wann die sollen so leben, also bis wann die sollen sein Leben weitermachen? Also ich glaube, das, was ich vorhin sagte, da ist zu wenig passiert, viel zu wenig. Und es ist auch, das ist, wie das immer so ist, dann kommt eine Zeit, dann schaut man weg und dann gerät das in Vergessenheit. Genau, in Vergessenheit. Und das darf nicht passieren. Ich glaube, deshalb ist auch so eine Botschafterin wie Duzen ganz wichtig für euch. Heutzutage noch. Ganz wichtig. Und noch wichtiger jetzt, weil sie im Grunde genommen das so wachruft und auch wachhält mit ihrem filmischen Material. Sie wird nicht müde, ja. Ja, sie wird auch nicht müde, das zu tun. Und deshalb glaube ich, wir müssen all die, die sich engagiert haben und engagieren, die müssen dort zusammenstehen und genau diese Aufforderung immer wieder
bestärken und sagen, den Menschen dort geht es immer noch schlecht. An deren Situation hat sich nichts verbessert. Und das muss passieren. Da müssen wir aber zusammenhalten. Das müssen wir alle zusammentun. Ja. Ich kann noch also was dazu sagen, also gerade Martin Kranz gesagt hat über Martin Gut bana düzende kelle pirozimin siyari deştara gelikir. Dünyada yakamin devlet Almanya'ya ve ki kizake izidya, bu da amlevi direşke ve düzende kelle ki dünya hami şartır ser vi milleti, ser vi milleti karnbejin bihvay. و یکمین پیرک بو پیرک دیسه خودی عملی و دریش که نوی ازدیه سر ازدیه و ملک باشه وکی محکمه تی کرنی فرانکفورت سرکار ده عشب ویا حقا کر بساری آریکاری حکمت آلمانیای نوگل کنه کمیری بیجه نوی وزیرا نوی وصلا رئیس عشیر و آلمانیا مرسل رئیس دولتی آلمانیای دا لی نه محتاج مری و نوی بیجه فرانکفورت محکمه کنسر دعشا خاطر ازدیاتی و همی دست بکرنا دوزن تکلی با و مری دکاره خود روژ و ایوار و سه و روژ سالا و بجن مالا و آبا خود وخوای که هم حقا نکارن بجن مالا و آبا چه قوان آری کاری مکریه روژ ایر هم مالا خود خریبن حسن خود بک آلمانی ایدا قیزه که ازدید خود مالا و آبا که حکمت ایوا تربست که محکمه دعش کو ازدیا کشتنه، ازدیا فروتنه و ازدیا حتی ای روژی بین تعدیل زحمت دانه آریکالیا دوزن دکالی روژا ای رو خود وکه چرا که بنابی ملتی اوروپا داد ناس کرنه باشه شیر گلک جارا تحس کرن گلک محکمه ای داعش دگو تیل آلمانیا تین بکرن پشگرتیا و هنگام مثلا وقتی تشن نلگور محکمی مثلا نلگور حسابی ایزیدیایی مثلا وقتی کسی هنگام بیشین تأثبات نه با خال کشتیان با خال طالبان کلیه. اوه تشت هیچ بریم جبر ویاجی اگر شک هبیه حکمت آلمانی دولت که گله کی پیش کتیه کارن بیشین و کی روزایی رو لوکوموتیو که با همه اروپایی آلی سیاستی آلی اقتصادی و بریم آلمانی و کی حقا ایزنداخو جیونانی دعش بین آلمانیه و حکمت محکمه آلمانی سر وی دعش بکه شب خاطر ازدیاتی و که ازدیات نکشتنه، هات نه تالان کردنه، هات نه فروتانه و حتی ایروشت نکردنه. و تقریبا ما گفت نه که گفته نیکو 400,000 ازدی روزه ای رو کمپا دانه بن چادر ادا هایی نگرمه زمستان سرمایه سرما دا خو گرم دکن اگر وند که به آریکاری تو کسی وند نه دیسا اگر آریکاری ها به دولت اروپا بادیشه. باش گورا گازنی ازیدی مثلا برای بهتر پارلمان تی اروپی تی کنی هری دولت سرکل آلمانیه آلمان حتی کدری آریکاری بود که مثلا از دکارم نمونه کی بیشم نمونگله که هزار و نمونه نه مثلا عرضه باتن بیوتن برگه 2004 دسته کن چقدر بنا گیز دبوقی ازیدیا دکارن بیشن وکیلی کرین و چقدر به کنترل با آنین آلمانیه و هر کیزک هر مالبته که دار پسیشولوگ دکتره قرار کردن وکی وانا بین سری راستیه چون که گله که کیزی ازیدیا بتعدد سری وان کربون و یعنی کیستیا وان بوقتی وان خراب مالی وان میراد کربون پسیشولوگی وان لف کرده بود و دسته خود مال آلمانیه آب که وکی هر شخص که دار از نبیش مصرف به حساب کردن وکی وان قیزا وان بک وان پیرک مسیر راستی وکی سا وک عمل نورمال بکار من عملی نورمال بچین رابنوش نخواهد دبستان هرم بین ایروش کرد سایر سری به دولتی گفتن تا گفت 3000 تقریبا 3000 زدی برا بچین بله خودی اگر فنجی هاتی کردنی بودن ملت ما دنیای دا اولی آلمان کریه و خو خودیت خودی چند پلاشتاین ما یا ایوس نیستری آلمانیه بچو کردستانه یعنی از گلک نوات کارن بیشم کیو کی بنا ملت ما اشیا ایروش دیشه مخابن گلک کیمن و کی بنا ملت ما کار کی مزن بکن اب همی گری دایا جمع با جمع دسر پانی با مرکز لالش با و گروپی از دیا با و مالی از دیا با کبره هنر لی چقدر مالی از دیا بن زحمت مزن و کی روز ایروس ناملا گزینه خودی عملی بدریش که چطور دکه راست از
مجبور هم نیتی لی کاری یه روزی قبل دکه خودی بیاد برایش کرد. بله. هر مارتین فیل بیاد سودیت سوکم نزوم معنی فراغه. Natürlich hat Deutschland viel und viel vor unsere Jesiden also getan. Macht immer noch. Also die macht immer noch. Ich war im Jahr 2018, ich war im Irak, so in Erbil. Ein Flugzeug, ich habe, also kann ich sagen, 6 deutsche Personen gesehen. Die sitzen neben mir. Also. Dort habe ich geguckt, also 2 Frauen, die waren mit Kopftuch. Ich habe sofort gemerkt, die waren mit ISIS zusammen. Mit 3 Kindern natürlich, die waren auch dabei. 3 Kriminellen, also, die waren auf deutscher Seite. Wir sind zusammen nach Frankfurt geflogen. Dort, also ich habe gesehen, wieder 8, 9 Leute, Polizisten, also mit Waffen, die haben diese Leute vom Flugzeug rausgenommen. Und nächstes Tag, die haben in Bild-Zeitung geschrieben, wir haben 5 unserer Person von Irak geholt, wir sind sehr zufrieden. Gibt keine Gericht oder Bestrafe zum diese 2 Frauen, weil gibt keine Zeuge, dass die haben was gegen Jesiden oder gegen anderes Menschen getan. Also natürlich, wir arbeiten mit ISIS, also bestimmt, die haben Essen vor denen gemacht oder die haben seine Klamotten gewaschen oder. Was ist deine Meinung, dass solche Leute, die bekommen keine Gericht und bekommen die gar keine Strafe? Das ist eine schwere Frage. Das sind, ich habe selber mit meinen Augen gesehen, ja, die waren im April, konnten sie die Bildzeitung lesen, im April 2018, ich glaube, wieder 17 oder 18, aber ich bin sicher, das war 18. Das ist insofern eine schwere Frage, weil diese Frauen, die sich mit den Männern der ISIS freiwillig eingelassen haben, das ist ja bei euren Frauen ja was ganz anderes, ne? Zwangsverehelicht wurden, zwangsvergewaltigt wurden. Die haben das freiwillig getan. Schlimm genug. Da kann ich nur sagen, was geht in deren Kopf vor? Ich glaube aber auch, dass sie wahrscheinlich, ich kann es aber weiß es auch nicht, ich kann es ja weder bezeugen noch irgendwas, wir waren ja nicht dabei, dass sie wahrscheinlich nichts getan haben. Sie waren am Ende nur dabei. Ich finde das menschlich tragisch und auch verwerflich, wie man sich sozusagen einer solchen, ja, im Grunde genommen Verbrechern andienen kann, auch als Frau. Aber die Beurteilung, ob das ein Verbrechen ist, das kann ich nicht. Ich kann das nicht bewerten. Ich finde es menschlich tragisch und verwerflich. Aber juristisch kann ich es nicht bewerten. Aber Beweise, also mit Augen sehen, also gibt es viele ISIS, die hat keine ihn gesehen, was hat er gemacht. Man kann nicht sagen, dass ich habe das nicht gesehen oder ich ja. Da geht es um die Frage, ist es juristabel, so nennt man das. Ich weiß es nicht, ich kann es nicht beurteilen, das will ich nur sagen. Ich kann diese Frau persönlich nur, ich kann sie nur menschlich verurteilen und nicht verstehen. Das ist das Einzige, was ich kann, wie man sowas machen kann, wenn man sich sozusagen einem anderen Menschen, der wahrscheinlich natürlich Menschen tötet und ein Mörder ist, ein Verbrecher ist. Aber wir haben dasselbe Thema, gibt es auch häufig, dass Verbrecher, Mörder im Gefängnis geheiratet werden. Frauen heiraten diese Menschen. Ist das jetzt eine Verbrecherin? Schwierig zu beurteilen. Ist sie eigentlich nicht. Deshalb bin ich dort vorsichtig. Ich kann es juristisch nicht bewerten. Ich kann es nur menschlich bewerten. Und das kann ich nicht verstehen. Im Jahr 2014 viele Jesiden, die wollen wenden nach Deutschland oder nach Europa. Ja. Also manche von denen haben geschafft zwischen Tod und Leben, dass die nach Deutschland kommen, also meistens in Deutschland.
viele in der viele, ja. Die größte Diaspora ja. in Europa ist. Und nach, die, nach Deutschland gekommen, vielen von denen, die haben Abschiebung gekriegt. Also die wollen, die müssen wieder nach seiner Heimat zurück und wissen sie selber so, wie ist das dort. Was ist deine Meinung? Nicht zu akzeptieren, finde ich. Ich finde das ein ganz großes Problem, auch in diesem Land, dass man Jesiden, die, wir haben ja das eben erzählt, dass dieses Volk mitgemacht hat in dieser Zeit. Für mich ist es unverantwortlich und unverständlich und nicht zu akzeptieren, wenn diese Menschen abschieben. Dasselbe Thema, dasselbe Problem ist diese befreundete Familie. Man muss ganz klar sagen, die sind viel früher gekommen, auch unter falschen Namen. Das hat es gegeben. Und das ist auch nicht in Ordnung. Das muss man klar sagen. Richtig. Sie haben sich offengelegt und haben gesagt, wir haben aus Angst gelogen, wir haben einen falschen Namen angenommen und wir halten das aber nicht mehr aus, wir können das nicht mehr, wir wollen uns offenbaren, wir möchten die Wahrheit sagen. Und diese Familie ist bedroht gewesen von Abschiebung, die ist nur nicht abgeschoben worden durch ihre vielen Kinder, die hier alle geboren wurden. Das hat sie geschützt. Ich habe immer gesagt, ich kenne diese Familie sehr gut und ich bin ein Freund, das immer so an ganz faktischen erlebe, ich kenne sie. Wie gesagt, für die würde ich meine Hand ins Feuer legen. Die sind so tolle Leute. Das dürfen wir nicht zulassen. Solche Menschen dürfen nicht abgeschoben werden. Es ist auch gelungen, das zu verhindern. Aber ich finde, in Bezug auf die Frage, Jesiden aus dem Irak, die dort herkommen, genau daher und das erlebt haben, sind nicht abzuschieben. Wie findest du jesidische Volk in Deutschland? Sie haben viele Kontakte natürlich mit vielen Jesiden und seit 50 Jahren oder 40 Jahren leben manche Jesiden hier in Deutschland. Wie findest du das so mit dem und Integration und so weiter? Auch da erlebe ich wirklich, muss ich sagen, die Jesiden als Menschen, die es sind, glaube ich, es sind zwei Seiten. Die eine Seite ist eine ganz offene Seite, die sagen, wir gehören und wollen hier dazugehören. Die Kinder, die ich eben beschrieben habe von diesen jesidischen Freunden, von der Familie, 5 Kinder, das sind die besten, finde ich, erzogenen, die bestens erzogenen und am besten integrierten Kinder, besser als manche Deutsche in Schule, Kindergarten und Gesellschaft integriert, wie ich kenne. Auf der anderen Seite, die geschlossene jesidische Gesellschaft hat natürlich auch, ich sag mal, eine Seite, die sie auch rausnimmt aus der Gesellschaft. Das steckt ja drin in der Glaubensgemeinschaft. Das ist ein Schutzmechanismus, sich zu schützen. Der, denke ich, macht aber auch in manchen Situationen etwas, dass man ein Stück weit Schwierigkeiten hat, rauszugehen, sondern nur unter sich zu bleiben. Und ich würde immer raten, und das kann nur ein Rat sein, zu sagen, in einer deutschen Gesellschaft, dort wo wir jetzt leben, alle miteinander, braucht es eine Form von Öffnung, auch der jesidischen Glaubensgemeinschaft, in die Gesellschaft. Und auf der anderen Seite finde ich die Werte, die die Jesiden ihren Kindern, ihren Kindeskindern mitgeben, sind fantastisch. Und da braucht es einfach eine gute, kluge Abwägung. Zu wissen, man ist in einer europäischen, sehr offenen Gesellschaft und da muss man was dafür tun, dass man dort ankommt. Und auf der anderen Seite sollte man aber dieses kulturelle und auch religiöse, diesen Schatz, den man hat, den muss man bewahren. Und das ist, glaube ich, das ist eine Gratwanderung. Das, was ich erlebe bei den Jesiden, die ich kenne, ist diese Form der sich in die Gesellschaft begeben, doch finde ich sehr positiv. Und wie gesagt, ich finde, wie sie ihre Kinder erziehen, großartig. Was ist deine Meinung, die Jesiden sagen, wir sind die ältere Religion auf dieser Welt und wir sind die ersten Leute, die haben Gott kennengelernt. Das kann ich nur sagen, großes Kompliment. Da sollte kein Wettbewerb entstehen.
Ich glaube, der Wettbewerb der Religionsgemeinschaften, wer ist hier der Erste und wer kommt danach, halte ich für nicht zielführend. Ich denke, wir sollten unter den abrahamitischen Religionen, die Jesiden eingeschlossen, miteinander uns im Klaren sein, dass wir alle Gott kennen. Mhm. Und die Jesiden sind mit die Ältesten, ja. Und darauf sollt ihr stolz sein und darauf könnt ihr stolz sein. Und es macht euch auch zu einer ganz besonderen Religionsgemeinschaft. Aber ich halte darin einen Wettbewerb für nicht zielführend. Wir sind alle im besten Falle Brüder und Schwestern. Richtig. Und jeder für sich, aber trotzdem miteinander. In vielen Religionen gibt es da so, wenn die beten, also die beten erstmal vor sich. Aber bei unserer Religion, wir haben zwei Sachen. Also die erste, wenn wir beten zum Gott, wir wollen, Gott hilft 74er folgen dann uns. Ja. Das ist die erste. Ja. Und die zweite, wo die Jesiden leben, wenn die beten am Ende, die sollen, also die müssen dieses Land begrüßen. Mhm. Wir danken zum Beispiel in Deutschland, dass die uns schützen. Was ist deine Meinung? Ja, ich meine, was Schöneres und Besseres und Positiveres gibt es doch nicht. Wenn sozusagen ein Mensch nicht zuerst für sich betet oder für sich sozusagen in den Vordergrund stellt, sondern im Grunde erstmal die anderen, dann ist das doch ein ganz wunderbares Kompliment an diese Religionsgemeinschaft, weil sie haben verstanden, dass es gemeinschaftlich geht. Das ist das Erste. Und das Zweite, sozusagen die Bitte um den Schutz dessen, des Landes, wo man ist, wo man sich aufhält, wo man vielleicht ein Stück Heimat findet, auch wenn die Heimat im Lalisch liegt, eigentlich die tiefe Herzensheimat, ist doch auch, ja, das ist doch auch ein ganz großes Kompliment für das Land, wo man ist. Und es ist aber auch ein Kompliment für diese Glaubensgemeinschaft, die sozusagen das sofort in sich aufnehmen und sagen, ich bin dankbar. Ja, ich habe Dankbarkeit dem gegenüber, der mir Schutz gibt, wo ich leben darf, wo ich eine neue Heimat finden kann. Deshalb sage ich, ich halte die jesidische Religionsgemeinschaft für was ganz, ganz Besonderes. Und eben, ja, das ist ein Stück weit, ich bin nun sehr verwurzelt im Judentum, da gibt es Parallelen, ja, die ewige Vertreibung, der ewige Hass, der im Grunde genommen, glaube ich, darauf beruht, dass ein Jeside und ein Jude, sie sind nicht aggressiv. Das sind Religionsgemeinschaften, die immer schöpfen aus der eigenen Gemeinschaft und der eigenen Kraft und im Grunde genommen, wenn sie bedroht wurden, meistens gegangen sind. Deshalb sind sie auf die ganze Welt verteilt. Und sie haben sich eben nicht kriegerisch verteidigt und haben gesagt, wir erobern irgendwas. Das haben sie nicht gemacht. Und ich glaube, das macht es aber anderen leichter, sie zu unterdrücken. Und ich glaube, das, was 2014 anfing, die Emanzipation der Jesiden, die gesagt haben, wir lassen uns das nicht mehr gefallen. Wir wehren uns in unserem Land. Das ist auch eine neue, glaube ich, Qualität und auch eine neue Kraft des jesidischen Volkes, zu sagen, nicht mehr. Das lassen wir nicht mehr zu. Das sind so die zwei Aspekte. Auf der einen Seite glaube ich, die große friedliche, eine große friedliche Religion, die den Frieden in sich trägt, aber auf der anderen Seite Kraft geschöpft hat, um zu sagen, wir lassen uns das nicht mehr gefallen. Und das kann man nur bestärken. Sie dürfen sich das nicht mehr gefallen lassen. Danke, okay. بله شیخ من میدیز بین با تا ام خواسته نه که بحثا نیزیک بونا ملتی ازیدی وک اینا بریز مارتین راگا اونه بردوام کن یا نما چا با کرن خودی بردوام کرم جیانمه بگری دایی من گوتیه و ازی بیجم سایا سری به حکومتی اگز به دولتی در نجیمه دوک من کارجی نکره دوک من کار بو یک فلس یعنی گاوک بنا من تیخ باوی تا جبر و یک گاوک بنا تر مارتین خواه در بنا شکرانده نبی ملتی یا که ملتی مبرادشی شکر دی شکرینه از قنجا به دولتی گلگی دی شکرینم سر سری خورد
am gerek ifan bikin pek va bijin gabadin perskaradan chu te perskrij martin ve ke pide ke raqi hat bun te yare vadna frankfurt ya vano yan is bun yan dash bun eva hukumata hukumata hakukiye rastiye az mirkujum hukumata elindeki hapsi izna de kestine bije ve ki chuma hati almanyayi cha shakhs cha meri jen kiz zar chiji ve adiye herkes iznavi hay serbi adi bije و از نمتنای ام بیشن تو نراستی از راستم راستی جم خوده یه حکمت آلمانیا دا راستی های حق هایه برا آدم کردن کشتن تنایه مرکوژی مافیوی هایه و مریجی مافیوی هایه جبرویا گلک پرسادا ام دسکنن مقابل وکی جاوا که قنجی جوامد لی جاوا راستی او حکمت حقوقیه راستی اریخ چتاد آلمان بودی هر شخص اک اگر ملت پخص دیگه گری که بکوه گل آلمان باش بجی نری مالا خدا از دیات اخو بپاریزه و وی دولتی که شکر خودی آبا که تشتکی که ماسی نینا اکی مری بخازه را و سرپیا او جی مالا یه خودی من گوتی گل اک جار گل اک ملت ما نزم بونه و اکی چه تشتن مدبخ شکل مدبخی وان هنه عربی وان هنه خانی وان هنه ویلی وان و شریکی وان هنه اما همیش که باته همین سایه سره وی دولتی به کم هات نبرا و شکر دی شکر نجیم دی شکر نجی اگر هم بدا ناس کرنه وی دولتی دا اوروپی دا وکی ام ندش من هم هفالن و شکر هم هفالن جی چا قابدن تا گوت ام عبابادی خودی دکن خودی بدا هفته دومن تی بشی بدامه و اجبر وی وکی او نباش نمش مورا دجی نمش مورا باشن لی گلک مخابن هیا ام راستی و قنجیا که وی دولتی با مکری هم ناشکرینن نقطه که بچه که من دیدم دیدم معنی سر دی نقطه بیشتر هزار تاش کردی دکرنه لی من چکیه بون آخه من چکیه با هم بری من خوشگام بری من جیرانم من چکرنه ام گله که بیشتر جاوی جام خوب گیرن پشتی جیران آخه و جوی دولت دیپ خازن وکی برای ما داد جین ام نانی وان تو خسر آردی وانن مافی من خود زیدایی هزار شکلی ام جوی کالمانه بله شخص بک مفت خازم بیشن سپاسیت اکم راستی که گورا که مثلا گلک فرما مثلا رجلاتا نبینی گلک دیانتی درابونه نبینه ارمانیا آشوریا بله از بحرم دوی دن دجی ازیدیا تقصیر نکری و کما جنگیر آقا و کما راست گلک آقا میرز شیخ میزا میرز که زازا اشتر بیشن شنگالی گلک میر خاصی نشکر شکر یعنی براسی ازیدیا جی تقصیر نکری و باری تی سر بلی ما هم جیل گورا طاقت خود گورا امکان خو هم جی بوار آری کارن همارتی نیش کن ویده چو دیا ویلش پرویکت ها با هابن زی فیلاش پور یزیدن از وان سو کن ول دی فیلا لوی تی دی لیبن نوخ انتسیلتن و بی هابن فو یا او خود ده و با غیدت من شفون دوش از این منیسته و دا اوس منیسته دی بزوخن ایغاق و دا کردی شزایتی نتولیشن ایغاق گیبس من شزایتی دی زن گنوی اویغوپا زن گنوی دوشلان زن زوبا گیبس الی حب یا ماشما دینگ فخاکتا دی زن زلبا چون یزیدن گگنگن ازو ان سلتن ان کردستان او دا ان شنگاد گگنگن ازو وی دورت است دست Also ich weiß von Düsente Kahl, die die Bundesverteidigungsministerin begleitet hat, die schon genau dort waren, die sich das angeschaut haben. Und ich glaube, es ist jetzt eben, jetzt sind es 5 Jahre, ne? Vorbei, fast 6 Jahre. Geht ins 6. Jahr. Ja. Und ich glaube, dass es wieder an der Zeit ist, dass wir nochmal rufen müssen. Und sagen müssen, bitte, es ist so eine lange Zeit vergangen. Der IS, wir wissen dann gar nicht, ob er wirklich weg ist und so, das kann ich auch gar nicht beurteilen. Die Situationen haben sich aber ein Stück weit verändert in der Region. Dass man jetzt nochmal ganz deutlich dazu aufruft, genau diese Frage zu stellen, was passiert mit den Jesiden in der Region? Wie können wir ihnen gemeinsam langfristig Schutz gewähren, dass sie dort leben können. Autonomie, wie geht das? Wie geht Schutz? Ich glaube, diese Fragen müssen jetzt beantwortet werden und im besten Fall, es gibt ja diese wunderbare UN-Botschafterin, die Jesidin,
Das sollte man zusammentun, dass man diese Aufmerksamkeit holt. Man muss dort wirklich nochmal dafür kämpfen. Auch um Aufmerksamkeit, um Öffentlichkeit, um das zu tun. Ich würde das immer wieder unterstützen und würde auch sozusagen meine Kraft und meine Kontakt und meine Beziehung dafür gern hergeben, um zu sagen, lasst uns da nochmal dran arbeiten, weil die Menschen brauchen das. Sonst gibt es keine wirkliche Zukunft in der Regierung für sie. Bele Şeyh Ahmet und Khazin diz bir mata ditinu narinit el jbuna malati ezigi e mesela el hanji el kurdistani manu hanji shingali manu gala juan khazin warin lideriş خلاص يا ازيدي وي تشبي مثلا el shingali او هاوارتن بيم خوازن ملاتي ما ديز بقر سر جواري خوا إيل ولا تابين خوازن دركبن أوروبا أوروبا جلك هنا مثلا اليوناني عاصمة أنا نكاربن بروجيكو هاي مثلا جلك كي مارتين وان جارنا سربام جار آخر خدي جل مارتين جار آخر بينا دفك دسي هيك بيش دابن بالامان سربي بس ساكن بروبليما مازن أوى مشكلة مازن زمان دايك بيجم وكي ما سدي دا هشتي بروتين ملات ما بير كده شدوه بير هذا سري ما ما كره هوار هوار أقر ما كره تم رابون شاوتين وما بير كره هذا شت قالك إذا ما له قدرة تخاور نزلنا وكي زارا ويا خوش كويا جنا بري ويا كذا خوش كويا كذا بري ويا دشت دا عشتا يعني دولة الإسلامية ده فروتانة بناوي دشت شد كن صفر زيده زيده بنا ملتي ما ملتي باشقة فاقيد زيده كاري دكن كأم بخوا حسب كمسألة برا ألمانيا ده زانم كيمي كيم دوزده بروفيسور يزيديا ألمانيا ده بنا بروفيسور ما أولا كار دكن لي بروفيسور الدنيا دارتي يزدياتي چه دكن أري كاري كوباتي دكي جوان يزدي فاقيد بري من رجائلو جماعتا ما أشنغال أمنا خازن لالشي بقاتينن كوكي براكن و شنگار جینا شنگار جمعه هاتا اروپا مثلا خودی آلمانی ها وقت هاتنا آلمانی چونه فرانسا چونه امریکا یعنی کی در کجی چون ویگ و ام بنگا خود قلینن برا نکا کی مبینه کی نبینه نویجه وکی تو چو اروپا باش دشی اجد خلمی ما اروپا اگر هر شخص که اروپا بیر نکه ملا باب خو ولا تا خو لالش خو نورانی و شنگار خو کوکا کالو باب خو بنا بنا بفکره اوی تشتی ناکه gelekene şikar ne kadar Avrupa'da bir şey. Tam dıkın. Rijber ve yaşı gereken misal ne kadar ki şingar bir izdi nemine ve lalış bir khoy nebe ziyaret eme uğrana ve baş harfedin hazar ve kubi eme uğrahana. Bir khoy ne kadar millet dekho koke ve ne nijmur ve ne katinen. Millet dekho şingari khilas bu je Irak'ı terkeftin izdiyatı ama ki derim o. Hem her diyar Bekir'i bağıfıgın. Kamışlı'yı yan Berlin'i. مریتی ناست کردن روزا خوب زیرات خوب با چه بنیره روزا ایرو دنیای داد وقت پانزده بیست میلیون جوه هم اسرائیلی لی کجی هنر فکر یوان یکه بنا دولت خود فکرن لی ایرو از تنگاسی دام من ایرو تیر خواست سوی دو سوا سی سوا بیتی که مسکو با هاتم اوایا نه بشکیلا من مزندرین اگر ام نفکرن بنا پیش روزا شنگاری و لالشی ام نکارن بفکرن بنا روزا سوی نه دو سوا ایرو مشکل مزن ام آری کاری ویم لاتی بکن وکی شنگاری دا کمپی کردستانی دا بکارن بجین نمرن خلاص نبن اندا نبن او روش بروش ملت برچاوی مای ام نام ملت دانا لیم خوابن گلکی کم تیکرنی از بکری بجم هج مسئول ما با هج مزن ما با وکی ریک راست نادن بر نزانی ما و فقیری ما روش ایرو آلمانی دا هزار و جهیل ما هنه کولانا دا دیو بابی خواهش بتنه نه چیه دینی وان خواهش بتنه روزی روزی وان خواهش بتنه اما همین سستیاتیا گروپی ازدیانه بر آلمانی ایدا اما بیشم اوه اخ نکم کمونیکاسیون داشتن دن نینه اوه یه مشکله ایرو از محتاج آری کردم بر مالات ازدی هر دری قافت کری نین نکردم پنجوری از من بر کنیسا آلمانا بر کنیسا جو دری وکریه چطور خواست برسیم انتر نان تعظیم جلاب نمی‌نن، جرازه می‌بدن نمی‌نن، اشون بر داری مالی دیگه استی نه.
خون لا لا جنیاز دیوان نبشارتیه من دی بیر کریه اوتوشتا حیمه من نینه بله ام نکرن آلمانی دیزید خانی چه کن ام گره که شنگال بکرن خواهی کن شنگال چو نافکا ازدیا ازدی پک وقتیا چو لماجی از هیوی ملتی خود کن هزار پری ری و جور سوا ایوارو شب هیوی دکن هر کس برا جارنا وکی دخواون بفکرن شنگال چه روژه دایه نه شنگالی شنگال چه روزه داره؟ یعنی خزات نه مثلا خل شنگال شنگالی ببین خودش بو شنگالی بر شنگار مرنش بو ملتانی خواز به پارسیش بو بنگای زید خانه چیروکای زید خانه نافکای زید خانه بله 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 هر فهم کرد هم مرتین گلیش ویده تو دیت سوگو کامن نتولیش یزیدش فالزن وینی گلوی Manche sagen 1 Million, manche sagen, früher die haben gesagt 800.000 so. Also in die Türkei fast, also 100%, die sind, ich bin nur ein paar Leute da. Die war früher. War Familie? Ja, nicht Familie, Leute, also kannst du ein paar ältere Leute sind da geblieben. Du kannst sagen 99,9% sind da. Wo? Von der Türkei, die sind nach Deutschland. In Deutschland hierher gekommen. Ja, in Syrien auch gleich. Nur in Irak, wir sind am meisten durchgegangen. Aber viele Leute, die wollen auch kommen. Natürlich, wenn wir hier kommen, vielleicht nach 100 Jahren oder 150 Jahren, unsere Kinder, die sagen nicht, wir sind Deutsche oder wir sind nur die Namen, also jesidische Namen. Was ist deine Meinung, dass die Leute hier kommen oder dass die dort bleiben, dass wir ihn schützen? Also ich glaube, im Normalfall ist es doch so, dass der Mensch dort, wo er zu Hause ist, gern bleiben möchte. Das ist seine Heimat. Korrekt. Und wenn es ihm nicht möglich ist, in seiner Heimat zu bleiben, weil er entweder verfolgt wird, oder weil es ihm wirtschaftlich so schlecht geht, dass er sich nicht ernähren kann, dann muss er die Heimat verlassen. Und ich glaube, es sollte immer die erste Option sein, die Menschen in der Heimat zu halten, weil es ist ihre Heimat. Und dass Menschen hierher kommen und dann vielleicht eine neue Heimat finden, so wie ihr hier, das ist in Ordnung und das ist auch legitim. Aber ich glaube, wir sollten immer versuchen, Menschen dort ihnen eine Perspektive zu geben, die sogenannte Bleibeperspektive, dass sie dort bleiben können, dass sie in ihrer Heimat bleiben können. Ich will doch hier auch nicht weggehen. Ich würde doch nur gehen, wenn ich muss. Und ich kenne auch einige, es sind nicht viele, aber einige Jesiden kenne ich, die wieder zurückgegangen sind. Die das hier nicht ausgehalten haben, die gesagt haben, die Sehnsucht nach unserer Heimat, nach dem Land, wo wir herkommen. Aber die haben Angst, also vor 14, also 2014, Angst. also 99%, die wurden nicht Irak verlassen oder Shingal verlassen. Ja. Nach diesem Genozide, die haben Angst. Richtig. Was ist, was man kann machen, wenn die wieder nicht wiederholt. Also. Das ist genau das, was wir eben vorhin sagten. Die Frage der Möglichkeit einer Autonomiezone, einer geschützten Zone für die Jesiden im Irak. Es gibt keine andere Option, glaube ich. Nein, wir haben darüber noch gesprochen im Bundestag, den grünen, begrüßten blauen Helme. Das ist das Problem, also die jesidische Städte oder Dörfer, die liegt genau manche in kurdischer Seite, danach kommt eine, also wir sind verteilt, das ist das Problem. Das ist natürlich ein Problem, aber dafür, ich sage immer, es ist egal, was man. Wenn man eine Lösung finden möchte, findet man eine Lösung. Ich glaube, die Weltgemeinschaft sollte gemeinsam mit den Akteuren in der Region irgendwie versuchen,
eine Lösung in der Region zu finden, dass die Menschen bleiben können. Weil aus meiner Sicht, so wie ich sie kennengelernt habe, sie bleiben möchten. Und darum muss es gehen. Die Auswanderung oder das Weggehen ist immer die schlechtere Option. Aber wir wissen auch, wie schwierig das ist, in der Weltgemeinschaft das hinzubekommen. Aber ich glaube, das muss das Ziel sein. Die Jesiden haben doch auch, die Jesiden hier haben doch eine ganz tiefe Verbindung. Wurzel. Ja. Eine Wurzel nach Lalisch. Das ist doch, das merke ich doch immer wieder, das ist doch ganz, ganz, ganz wichtig. Und wenn es einem gelingt, die, die dort sind, wenigstens dort zu halten, und vielleicht sogar, wenn man in einem friedensbefriedeten Prozess es schafft, dass jetzt, und das ist die Antwort drauf auf 2014, dass welche, die gekommen sind, sagen, wir können uns wieder sicher fühlen, wir möchten wieder nach Hause, dann glaube ich, wäre das eine sehr gute und wichtige, ein wichtiger Schritt. Aber das ist ein schwieriger Schritt. Was ist dein letztes Wort für die, unsere Deutsche, dass die Jesiden nicht kennen? Für die Deutschen, die Jesiden nicht kennen, dann sage ich, würde ich immer sagen, seid neugierig. Seid neugierig, lernt sie kennen, ladet sie ein, esst zusammen, trinkt zusammen, erzählt zusammen, hört vor allem die Geschichten dieser wirklich sehr besonderen Religionsgemeinschaft, die einem immer zeigen, dass man überhaupt gar keine Angst haben muss, gar keine, weil sie so friedlich ist, weil sie im Grunde genommen einen tiefen Frieden in sich trägt. Und ich glaube, das Unwissen und das Nichtwissen der Mehrheit hier, der deutschen Mehrheitsgesellschaft, führt dazu zu Vorurteilen, ganz normal. Und wenn man das ein Stück weit aufweicht und sagt, wisst ihr was, ihr seid meine Nachbarn, kommt mal rüber, wir trinken mal ein Glas Wein zusammen oder Kaffee und wir essen zusammen, ihr bringt was von euch mit und wir kochen auch was. Und dann lernen wir uns einfach kennen, das ist Nachbarschaft. Es sind so viele Jesiden in diesem Land, die sich so wunderbar hier integrieren. Und ich glaube, das ist ein Aufeinanderzugehen. Auf der anderen Seite würde ich mir natürlich auch wünschen, dass die Jesiden das auch machen. Die sozusagen aus dieser geschlossenen, aus dieser Insicht, dass sie sich auch öffnen, ja, und sagen, ich bin bereit, zuzugehen. Das, was wir in den 60er Jahren in der Bundesrepublik erlebt haben, das war ein großes Problem, dass die türkische Community eine geschlossene Community war. Und dass im Grunde genommen auch die Deutschen immer gesagt haben, naja, die sind ja bald wieder weg. Das sind die Gastarbeiter. In 10 Jahren sind sie nicht mehr hier. War ja völliger Blödsinn. Sie sind da geblieben, aber sie sind teilweise eben geschlossen geblieben. Und ich würde immer raten, sich zu öffnen, aufeinander zuzugehen und zu sagen, lasst uns einfach miteinander reden. Martin Krass, herzlichen Dank von all jesidischen Namen und von Lalisch TV, dass du hast so uns geholfen, natürlich vor ganz Deutschland, aber vor solche Leute, die haben sich mehr gekümmert. Vielen, vielen Dank, dass du unsere Zeit hast gegeben und unsere Leute hast geholfen. Sheikhine, gut nach der Dawi, ich mal die Maraj Lalisch TV rechir. Gut, Lalisch TV ist gelle Kefkaschen, Lalisch TV mehr hier schicker wie Rogera. Wo ist gelle Kefkaschen, wo die Lalisch TV zjede, Europa war, die, yani, Meshandene, Informationen und Kommunikation zjede, Europa der Keve, es war nachkam, wo die, wie die Nähe da, Europa, aber dann, Almanya zjede drin, ko Ali Kari, Bomrati Mekribe. Eger M, Kiri Hunayin, du kennst nicht Ali Mekribe. Eger M, Malach Ava Necken, du kennst nicht Ali Mala Ava Beke. Martin gelek işte ki başkut kudu. Eğer ez nemmeş bur mala kudu behile muş bazdım, ez mala kudu naçım. Nane mini heşk ava mene sar mala mı da kudu bez u kavurmi dereke çeytire. Le eğer her şahsek bir fikir et buna mala babi kudu, buna rukna kudu, buna hime imleti kudu. Vak niyavi afakta neki sehne vaki vak gavadını min gelek jen Martin jim ve parlaman jim gütye wir möchten nicht entwurzeln Jesiden von Irak. Am Nachhasen Tamari, Tamari, Ardej, Arak, Irak, 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 Irak,
اوجی یعنی امزانن چیز نوکی ورمانا سوری دیسا گلکی که منه پارچه مزن ازدیاتی رو جایی رو راق دایه پشت راق اروپا یه اگر ام راق خوادی نکن پی اروپا که بن پی جیانا جوان که بن من اولاد نامینه ام نکرن سوی بیشن زاره خو وقتا که هبو شنگالامه وقتا که هبو لالشامه وقتا که هبو بحدر و شیخان کوچو سینه لوان گوته ام نکرن بیشن چونکی ما قیمت ندا ملکی خو ام اگر ام کیری مال خو نین کیری ملت خو نین اش چی کیری مارتین بین صفر بله جبر ویاجی از گلک خود بختوار فاسد دکم به دولت ادم مدی بکار بجی از فاسد دکم اک ویرا مافی مریا سدیست حساب کردن و سایه سره به دولتی مگاه کدو دو نکمن هزار آبیزیدیا بکار باریکاری ملت خود بکرم سایه سره آلمانیایی بله گله گله اسماس کن. بله تماشاگانی ایجا و دلالی دیدیم گشتن دا یه برنامه خواه. هیویش خودی تاوسی ملکن هر کس و تندرستی آوان جلی نخوشینی پاراستی بی. سپاسی مزن بو دولت آلمان گهال و ملت ایزیدی پارسی و کسی نوک مینا مارتین کرانس که او گله گله که خزمتواری کاری بو ملت ایزیدی ها کلیا. سپاسی که تیبتی با شیخی ما شیخ احمد اویجی که گله گله کاری کاری کری حیا برنامه کده دمیند خیر و خشیده سلاوی و نرمند خلیل در باسی و در باس با حمید تما شبانه انا و سپاسی که تیبتی با هف کاری ما وار ویدیو آراسی دلال و حیا برنامه کده دمیند خیر و خشیده و دم باشه.